Es kamen bezüglich angeblicher ursprünglicher Pläne von Jon Favreau sehr interessante Berichte rein, die ziemlich gut zu dem passen, was George Lucas in einem Interview gesagt hat. Und deswegen schauen wir uns das Ganze doch mal in einem Artikel von Pirates and Princesses an. Dennoch, wie der Artikel auch anfangs schon sagt, die Quellen haben schon in der Vergangenheit zwar richtig gelegen, mit Episode 9, Lucasfilm Games, auch mit dem Ende von Game of Thrones, wusste ich gar nicht. Dennoch sind es halt keine bestätigten Fakten. Sie würden aber wie gesagt Sinn machen, wenn man ein paar Dinge bedenkt mit George Lucas, doch dazu kommen wir gleich, schauen wir jetzt erstmal, was genau dort gesagt wird. Zuerst reden die darüber, was der Kanal Overlord DVD sagt und dann gleichen sie das mit ihren Quellen ab. Es wird gesagt, dass Overlord DVD seine Infos dieses Mal sogar direkt von einem Lucasfilm-Mitarbeiter hat, der verärgert ist, dass diese Stories jetzt wohl niemals realisiert werden, weil Gina Carano gefeuert wurde. Jon Favreaus eigentlicher Plan sollte beinhalten, dass Cara Dune eine wichtige Rolle in Book of Boba Fett spielt, also der Boba Fett-Serie, die quasi mit dem Ende von Mandalorian Staffel 2 angekündigt wurde. Dann sollte sie noch die Hauptrolle bei Rangers of the New Republic übernehmen, was eine Info ist, die auch bei einigen anderen Quellen in der Vergangenheit genannt wurde, bevor Gina Carano überhaupt gefeuert wurde. Vor allem ihr Post über die Transparenz bei den Wahlen soll ihre Schwierigkeiten mit Disney im November 2020 eingebracht haben, so heißt es laut dem Artikel. Und jetzt wird es nochmal sehr interessant. Der Bösewicht, der auftauchen sollte, ist Darth Talon oder die Bösewichtin, die Sith Twi'lek. Nicht nur, dass die das ebenfalls bestätigen, dass sie das gehört haben, genauso wie Overlord DVD. Viel interessanter ist ja noch, dass Dave Filoni und Jon Favreau ja auch öfter gesagt haben, dass es ihnen wichtig ist, die Hinterlassenschaften von George Lucas zu ehren. Und wenn wir jetzt mal schauen, was George Lucas gesagt hat, wen er als Bösewicht in seiner Version der Sequel-Trilogie genutzt hätte, dann kommt da derselbe Name auf, nämlich Darth Talon und Darth Maul, wobei Darth Talon quasi Vader 2.0 gewesen wäre in der Sequel-Trilogie. Das und noch viel mehr sagt George Lucas in einem Interview, das ich in diesem Video hier gecovert habe. Ich verlinke es euch am Ende im Abspann, wenn ihr sehen wollt, was er noch so gesagt hat. Also das würde auf jeden Fall auch passen, so hätte Jon Favreau quasi George Lucas Entwürfe ein wenig mit reingenommen. Im Artikel heißt es dann noch, dass der Verlust von Cara Dune einen erheblichen Schaden an seinen Plänen angerichtet hat, da ohne diese Figur jetzt alles abgeändert werden muss oder womöglich auch einfach verworfen wird. Das Neueste, was sie an Informationen bekommen haben, ist, dass der Release der dritten Staffel von Mandalorian bis hin zu Mitte 2023 verlegt werden könnte, wegen all dem Drama, das hinter den Kulissen so abgeht. Overlord DVD, quasi der größte Leaker auf YouTube, erklärt noch so ein paar Details, die ihm mitgeteilt wurden, wie zum Beispiel, dass dieser eine Charakter von der Neuen Republik noch eine größere Rolle spielen wird, also in diesen Plänen, die ursprünglich da waren, und Cara Dune quasi wegen ihrer Freilassung von Mayfield mehr oder weniger zwingt, ihm zu helfen, ein paar Bösewichte zu bekämpfen, doch dann stirbt er halt irgendwann und sie nimmt quasi seinen Platz ein. Und ja, genaueres könnt ihr auch auf seinem Kanal erfahren. Darth Talon, was sie betrifft, würde das erste Mal mit einer Kapuze in die Szene treten und einem orangenen Lichtschwert. Und ja, Jon Favreau ist ja auch bekannt dafür, dass er gerne mal das EU einfließen lässt und das würde ja ebenfalls zu Darth Talon passen, die im EU eine Twi'lek Sith des neuen Sith-Ordens war und in den Diensten des Sith-Imperators Darth Krayt stand. Sie wurde vom Sith Darth Ruin ausgebildet, welcher ebenfalls ein Twi'lek war. Natürlich kann es aber nicht so gemacht werden, wie George Lucas es vorhatte mit Darth Maul und Darth Talon, denn Maul ist ja bereits in Rebels gestorben. Ob die Leaks nun stimmen oder nicht, man kann sich sicher sein, dass Jon Favreau große Pläne für Star Wars und eben auch Cara Dune hatte, bevor Gina Carano eben gefeuert wurde. Aber jetzt hoffen wir einfach mal darauf, dass sie es trotzdem irgendwie hinkriegen, einen guten Plan B zu erstellen. Und ja, ansonsten wird es aber immer deutlicher, dass da gewisse Differenzen zwischen einerseits Filoni und Favreau und andererseits Kathleen Kennedy gibt, die mit Sicherheit die treibende Kraft hinter Gina Caranos Entlassung war. Denn weder Filoni noch Favreau sind öffentlich irgendwie politisch und eher dafür bekannt. Gerade bei Favreau wurde das ja auch schon häufiger berichtet, dass er sich eben auf das jeweilige Produkt, in dem Fall Star Wars, und dessen Qualität fokussiert und wie er das am besten vorantreiben kann. Und das tun sie halt unter anderem, indem sie das ehren, was George Lucas erschaffen hat. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie George Lucas' Sequel-Trilogie laut seinen eigenen Angaben aussah, dann checkt das Video hier im Abspann ab.